Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ah, Anol Menawi! I'm glad to see you again. I'm just passing through. Ach, wir sollen ja mit dem Minister reden. Was spreche ich ihn denn an? Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt erstmal wieder nach Hause gehen. Dann werde ich Siora mit Vasco tauschen. Weil wir eh zum Hafen müssen. Und ich möchte dann da auch mit dem Admiral sprechen. Ich sag jetzt Admiral. So. Du bleibst jetzt hier stehen, Siora. So, und wir gehen jetzt los und gucken mal hier. So. Ich will sowieso da runter. Da können wir auch die Zulassung erhalten für den Händler. Dann erledigen wir das auch mal eben schnell. So, ich muss nach... Ich denke mal nach oben. Mit unserem Cousin wahrscheinlich reden. Oder? Cousin, what can I do for you? Ne, hä? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Wo muss ich denn dann hin? Moment. Da. Genau, da muss ich hin. Da muss ich nach unten. Wo war denn da einer? Also hier ist falsch, aber hier ist eine Kiste. Hä? Ah, da! Ist noch eine Tür! Ach, Jemini. Minister! Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? What exactly is your role here? I am tasked with advising Governor Constantine about business matters, and I make sure that all business contracts are established properly and are favorable to us. I am responsible for setting taxes on goods based on their value, among other things. It is an exciting job that requires the utmost care. Would you like anything else? I would like to talk to you about an islander who is trying to set up shop in our city. Since he doesn't have a patent, his wares get confiscated as soon as he receives them. And you want me to provide him with the said patent? I would be delighted to show you the procedure to follow so that we may study his request. You'll understand that we cannot give an authorization without having determined the value of the goods beforehand. We must determine the tax rate according to this value, determine the best emplacement for this business. In short, these things take time. A lot of time. Puh. Wir versuchen es mal mit Charisma. I'm certain that my cousin will be delighted to hear that our relations with the natives are progressing in a significant way. And he will probably be very grateful to the minister who helped their first merchant set up shop in our city. Indeed. I seem to recall reading a circular on the necessity of establishing good relations with the natives. We could accelerate things by leaving some formalities for later. I would think so too. Very well. In that case, here's the patent that will allow your protege to legally pursue his activity in the city. You should give him this copy. The other one will be kept in the archives.
However, one of my representatives will visit his stall for the estimation and to determine the tax rate in accordance with the... Thanks a lot, Minister. Looking forward to seeing you again. Would you like anything else? No. That'll be all. Goodbye, Your Excellency. Ja, guck mal, da hat der doch jetzt sein Ding gekriegt und das Charisma hat endlich mal gewirkt. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe mich schon gefragt, ey, warum, ob das überhaupt noch wirkt. So, wir werden dem jetzt aber die Zulassung noch nicht geben, denn wir werden jetzt erst zu den Admiral gehen. Oder zu der Admiralin gehen. Come closer, good people. The Also müsste jetzt hier irgendwo gleich sein. Da ist er. Wir haben ja Vasco dabei. Wir sprechen mal mit der. Good day, milady. Dis our day. I'm the emissary of the congregation on Tir Fridi. And cousin to the governor. I know exactly who you are. Enchanted. I am Admiral Cabral. And I see that you're accompanied by one of our own. Hardy winds, Vasco. Hardy winds, Admiral. You are still angry with me for keeping you ashore, are you not? You'll one day thank me for it, but I don't suppose you've come to talk to me about affectations. Eigentlich what can I do for you? Aus diesem Grund dahin. I need to be going. Until we meet again, Admiral. Denn ich wollte nur sehen, was sie zu ihm sagt. So, guck mal eben hier. Lagerhaus B und genau, wir machen jetzt mal die ganzen Lagerhäuser hier platt. Gebiete der Nauten. So. Das ist ja gar kein Problem. Hier kommen wir allerdings nicht durch. Tritt nicht möglich, suche nach einem anderen Weg und verhalte. Nach einen anderen Weg suchen. Gucken wir mal hier lang. Halte dich unauffällig, sonst wirst du bei der Sichtkontakt angegriffen. Einen anderen Weg suchen. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Upsala. Ah, man kann hier rüber. Guck mal. Was ist hier los? Ist hier irgendwas? Nö, aber ach, hier sind wir ja. Hier sind wir vorhin angegriffen worden, genau. Dann gehen wir mal hier lang. So, wir sollen uns unauffällig verhalten. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich diesen Kaban nicht anhabe, aber ich habe hier so eine Nautenklamotte an. Anscheinend reicht die auch. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Eiskalt. Gucken wir uns das hier an. Hier bricht gerade ein bisschen was. No, these aren't the right crates. Gut, das ist es nicht. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Hier ist auch noch eins. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tir Fridi. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. Markiere ich die jetzt? Ach so.
Gut, haben wir erledigt. Ich muss hier noch einmal... Mhm. Waffen also. Waffenschmuggel. Das ist ja sehr interessant. Aber gut, dass man, dass die Allianzen nicht das sind, für das man sie hält, das habe ich mir schon gedacht. Haben wir Nacht- und Tagwechsel hier drin? Wie mega ist das denn bitte? Oh, das ist ja schon wieder was Geiles, ne? So, wir sollen den Quartiermeister jetzt Bescheid geben. Und dann können wir ja auch gleichzeitig die Dingens bei dem Händler abgeben. Ich nehme Vasco jetzt auch. Soll ich Vasco jetzt auch erstmal noch mitnehmen? Ich weiß ja gar nicht, wie weitläufig ist das denn jetzt hier? Ich soll da zu den. Na. Gelang ins Dorf. Trifft dich mit den Gewandern. Ich glaube, wir könnten Vasco jetzt eigentlich auch direkt abgeben. Weil ich möchte ja Siora dabei haben, weil ich glaube, sonst bringt uns das auch nicht viel, wenn wir zu ihrem Dorf gehen und sie nicht dabei haben. Also ich glaube, es ist viel besser, wenn wir sie dabei haben. Anscheinend ist sie gerade nicht zu Hause. Na, mal Scherz beiseite. So. Ups, oder? So, Siora kommt wieder mit. Und Kurt, weil, ich weiß nicht, ich habe den irgendwie ganz gerne dabei. Vasco kommt noch. Wir tauschen immer mal so aus. So, ich hoffe, ich bin hier richtig. Das sieht so cool aus. Wir sind jetzt im Silberviertel und ich bin irgendwie falsch abgebogen. Oh, wir können auch hier lang. Ach mein Gott. I need a bit of practice. Ach, hier könnt. Oh mein. I need a bit of practice. Wow, wie geil ist das denn bitte, ey? Wir brauchen jetzt etwas Gleichgewicht, sonst können wir da nicht. Oh. Also es ist wirklich cool gemacht, dass du wirklich erst an bestimmten Stellen erst hinkommst, wenn du diese bestimmten Talente oder Attribute besitzt. Das ist echt cool. You came back! Something terrible happened. Oh, no. What is it? I was just bringing you the patent you needed to set up shop. The Bod Irony came back and they took my cousin away. He came to bring us animal pelts and new objects from the village. But the warriors came back. They took everything he was bringing me. And they also took him. I don't know what they will do with him. Please bring him back to me. I don't see why they would have arrested your cousin, but I'll try to find out. Ja, ich denke mal, wir müssen da ja sowieso jetzt hin. Dann passt das. Drachenblutharz. Mhm. Wir werden angegriffen gerade. Wo? Ah! Move away! Things are about to get dicey. You've no magic left. Drink a potion. Wenn mir jetzt noch einer sagt, dass wir eine Potion trinken sollen, ne? Ich weiß, dass ich eine Potion trinken soll, wenn das da Kacke ist. Mein Gott, ey, jetzt sagt sie mir das auch noch. Hello, Your Excellency. We found a way into the storehouse, and we marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission, without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help. And I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help.
We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. I've come to see you again to talk about the Islander merchant. I managed to obtain a license for him, but he informed me that while I was taking care of this, his cousin, who was making a delivery for him, was arrested. I'm sorry, Your Excellency. Especially considering you've managed to obtain an official authorization for him. I'm afraid my men ran out of patience when they saw this hunter making deliveries for the merchant again. They wanted to confiscate his cargo, but the lad resisted, and he was thrown in jail for disorderly conduct. If you want to set him free, that's where you must go. Sorry, again, Your Excellency. I should have known you'd managed to obtain the necessary license for your protégé and told the patrol. Is there anything else? No, thank you. Jetzt gibt's hier nur Probleme, ey. Das ist so. Gibt's denn auch mal keine Probleme? Jetzt mal so wirklich befrage die Händler und. Hä? Da ist noch was zu machen. Sprich mit der Person, die für das Gefängnis zuständig ist. Oh. Wer ist das denn? Unten. Unten. Muss ich in den Keller. Na da. Jetzt muss ich auch noch zu dem hinlaufen. Was mich gerade fragt, fragt denn keiner nach den Mal nach, dass die beiden tragen? Das wäre das Erste, was ich mich gefragt hätte. Hello. What can I do for you? I'm looking for a prisoner. A native who should have been brought here recently. You're a bit late. He was sent to fight in the arena. Yes? In the arena? So this man was judged? Who pronounced the sentence? Whoa there! Do you really think that we would organize a proper trial for a savage? He attacked some guards. He's lucky he wasn't gunned down right there and then. At least in the arena, he has a chance of survival, since apparently he's a hunter. This man was only defending the goods he was bringing to his cousin, and now he has to fight for his life. I have no hand in this. I'm not the one who made this decision. They brought him here, and then they took him away, that's all. What did you do with the goods he had with him? They got confiscated, put in the storeroom, like all the rest. Anything else? I must leave you. Schaffe die Waren des Händlers. Da ist es doch. Geh in der Arena als Sieger hervor. Ich. Das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist sowas von ein Scherz. In der Arena. Ich. Naja. Ich mach mal eben hier die Blockierung weg, ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht brauchen wir sie ja irgendwann nicht. Boah, es gibt bestimmt Leute, die quatschen hier jede Person an. Öffnen jede Tür. Entschuldigung, ich muss gerade gehen. Uch, ich wollte nicht beim Training stören, Jungs. Aber wenn ich schon mal hier bin. Ist das jetzt Diebstahl? Versuch's trotzdem mal. Oh, ich mach hier alles auf.
ist mit mir los, ey? Also man kann hier ohne Ende klauen. Das ist ja schon mal mächtig geil. Ja, schön sauber machen da. Ich genau hier lang wollte ich. Ich war hier, jetzt bin ich total raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Wo ist denn die Arena? Da vorne, okay. Ist auch noch was gewesen. Arena. Das soll die Arena sein? This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry fee. Sorry, but I can't let you in. In that case, allow me to pay the fee. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Waren ja nur 25 Gold. Da kann man mit leben. In die Groschenarena gehen. Gibt es denn hier nicht noch irgendwie noch eine Möglichkeit, irgendjemanden hier rauszuholen? Das sieht doch aus hier wie die Arena. Yes, why? You looking to have a good time? I must leave you. Okay, der war das nicht. Der ist das wahrscheinlich auch nicht. Mit dem kann ich gar nicht reden. Mit dir auch nicht, weil was macht sie denn überhaupt da? Nope. Nope. Der da. Nip. Okay. Ja, alles schön aufstellen hier. Hier alles viele. Ah! Ich hätte einfach hier nur so durchgehen können. Was ist das denn für eine Scheiße? Hier ist alles hier so verwinkelt, ey. Ich hätte einfach nur hier so durchlatschen. Na gut, ich muss jetzt einfach mal in die Arena gehen. Ups, nein, nicht da reingehen. Rausgehen wieder. Danke. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Ich gucke jetzt einfach mal, was da so abgeht. Oh, so viel in der Stadt zu tun. Ich möchte raus in die Welt. Wieso hat sie jetzt hier schon direkt hier so Feuer und so? Also, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich könnte jetzt hier mich ausruhen. Reisen, schlafen, Gefährten versammeln. Ist ja geil. Wollen wir schlafen? Was bringt das? Oh mein Gott, bis zur Morgendämmerung. Oh, wie geil. Ja. Ach mein Gott, das ist ja mega. Okay. Ich speichere das mal vorsichtshalber. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine Ahnung. Good day and welcome to the arena. Is this your first time? It is. Excellent. The crowd just loves to see new faces. So, are you ready to rise to the challenge? Or would you like a little reminder of the rules before jumping in? Unless, of course, you're just here to go over the basics and get in some practice. Bestehe die erste Herausforderung, versuche an der Seite des gefangenen Jägers zu kämpfen. Yeah. I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? You'd have to go in alone. Your friends will need to stay in the stands. Are you sure that this prisoner is worth risking your life for? Ja, ich guck mal. This man has been the victim of terrible injustice. I cannot stand aside without doing anything. Oh, that's extremely noble of you. But it's just the sort of crazy idea that the crowd loves. I have to warn you, though. If you want to fight now,
you will lose your bonus in the running challenges. So, what'll it be? Ach so. Nee, dann. It might be better for me to prepare myself. So if the combat could be put off for a little while. I can make that happen. Take your time. Müssen dann meinen wir erst die erste Herausforderung. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. My lords and ladies, here is a new team of fighters taking to our proud arena. Schaffen wir das, Leute? Give them a hearty welcome. Fahren der Dara, Grimme deren Dam. You've no magic yet. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. You're running out of energy. Drink a potion. Oh, schon fertig? Ready to excite the crowd. I need to get going. Achso, wir müssen einfach wieder reinspringen, oder was? Fahren der Dara, Grimme deren Dam. You've no magic left. Drink a potion. Ich muss mal kurz gucken, wo die Stasis drin ist. Aha. Ich hab keine Hinweis. Ich bin gerade auf. You're running out of energy. Drink a potion. Nein, dort. Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Nein. Okay, weiter. You've no magic yet. Drink a potion. Dankeschön. Close to is a richness theory. Sie gibt mir hier immer die Potion. Was ich sehr gut finde. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das? Eine Ziege? Oh Gott, oh Gott. Ich will mich fressen. Ach mein Gott, was hab ich denn da? Ich kann ja sogar nicht Magie wirken. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Die zweite Herausforderung. Was? Ja, komm. Die zweite Herausforderung. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. You saw them win the first challenge with audacity. Manche Waffen, die wir wohl auf den Elementarschau dieser Sonne, die wir Found the Dara Grimme deren Dam. Close to is a richness theory. You've no magic. Drink a potion. Ich hab keine Zeit, um eine Potion zu trinken jetzt hier. You're running out of energy. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Moment, ich hab kein Zeit jetzt gerade. Close to is a richness theory. You've no magic left. Drink a potion. Okay, das haben wir geschafft. Den noch mehr? Aber den anderen auch. Werwölfe! Scheiße! Oh Gott, die hat mich gesehen, der ist böse. Move away! Things are about to get dicey! Close to is
Jora ist schon tot. Green blood. I can't hold on much longer. Ich hab's doch schon gerettet hier. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch am Aufnehmen bin. Hier hat es gerade schon so geblibblibbt. Okay, ich muss aber eh Schluss machen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.